So, herzlich willkommen zurück zu dem Versuch, aus der Höhle wieder rauszukommen, die wir jetzt irgendwie letztens ein bisschen so, ja, hinabgestiegen sind und nie wieder rauskommen. Oder kann das sein, dass wir erstmal hochgelaufen sind und ich jetzt erstmal wieder nach unten muss? Ich guck mal ein bisschen nach unten. Mal gucken. Na komm. Du schaffst es. Ich guck mal nochmal ein bisschen nach unten hier. Kann es sein, dass wir hier irgendwie rausgekommen sind? So auf der Höhe? Nee, wo hier ist auch Wasser. Da kann ich mich nicht erinnern. Möglich wäre es trotzdem, dass wir hier zum Beispiel rauskamen. Hier geht ja auch noch ein Weg lang. Gucken wir mal. Oder? Nee, das ist der Weg, den wir gerade eben gelaufen sind. Ist ja der Flüschchen. Aber ich glaube, das ist der Weg, der einfach hier hochführt. Genau, das war hier der Weg, unser letzter Aufstieg war das hier. Das bringt mir also nichts. Hier kamen wir also nicht her, sondern hier sind wir hingegangen. Aber von wo zum Teufel kam ich denn? Das Wasser habe ich jetzt hier vollkommen die Orientierung verloren. Komm hoch, danke. Nee, hier offensichtlich auch nicht. Genau, das war dieser eine Abzweig, den wir runtergegangen sind. Wo wir dann dadurch das Wasser zurückgeschwommen sind. Genau. So, hier kamen wir von der Richtung des Wassers oder sind wir in die Richtung des Wassers gegangen? Okay, hier ist dunkel. Also sind wir da offensichtlich falsch. So, genau, das war hier die Richtung, die ich auch gerade eben schon geguckt hatte. Und die habe ich aber keinen Eingang gefunden. Doch, das ist er doch. Alles gut. Muss ich nur ein bisschen genauer gucken hier. So, dann bauen wir uns nämlich mal hier rüber. Achso, gut, ich habe sowieso keine Fackeln mehr. Ohne Fackeln weiterbauen ist ein bisschen dumm. Und ohne Essen im Magen weiter zu bauen ist noch dummer. Rennen. Yay. Wir haben es wieder rausgeschafft. Tja, also ich weiß nicht. Wollen wir uns jetzt einfach weiter nach vorne graben? Einfach weiter immer so weit, so lange geradeaus, bis wir halt irgendwie mal direkt auf Uran treffen? Oder ist das auch eine dumme Idee? Weil da verbrauchen wir halt extrem viel Spitzhacken, ne? Das ist halt das Problem. Ich meine, gut, wir haben jetzt nicht mal eine einzige verbraucht. Diese Scheißtreppe hier, die gibt mir bis noch einen Sack. Warum ist das hier so? Was ist hier passiert? Du kommst mal mit.
Die packen wir einfach mal hier oben hin. Perfekt. Ich habe Kohle gesehen. Und ihr nicht. Gut, wer ist denn hier für ein Rostan? Okay. Oh, ja. Vielleicht wollen noch andere Spieler. Oder ich habe da den Ofen mal hingestellt und den vergessen. Keine Ahnung. Kann ja alles sein. Nein, hier gibt es auf jeden Fall kein Uran. Das fehlt. Obwohl, es ist minus 144. Das ist also unter minus 80. Aber hier haben wir auch noch nie irgendwie was mit Uran oder sowas gefunden. Der Scheiß muss also extrem selten sein. Wenn er wirklich in der Höhe vorkommt, dann. Ja. Kann halt überall Uran sein. Oh Mann, ey. Der ist ein bisschen deprimierend. Was ich nicht verstehe, ist diese Lichtberechnung. Guck mal, hier ist Schatten, da. Ne, hier ist, da ist dunkel, da ist ein bisschen heller. Aber da, wo hier ein Eingang ist, hört der Schatten da auf. Siehst du, da ist überall gleich hell. Warum? Warum ist da, wo hier mehr ist, ist hier auch. Ist ja. Die Berechnung ist ein bisschen seltsam. Ich meine, wahrscheinlich ist das eine Rückkopplung. Das heißt, guck mal, wenn hier Licht ist, ist hier auch hell. Und weil da hell ist, geht ja der Schatten weg. Ja. Macht zwar dann physikalisch keinen Sinn, aber zumindest berechnungstechnisch macht es dann so irgendwie Sinn. Sieht halt trotzdem ein bisschen komisch aus. Mr. Cow, der Typ, der ein bisschen ja, Fieber hat. Etwas angeschlagenes Gemüt. So, wir brauchen Holz. Holz haben wir zum Glück ein bisschen. Das ist also nicht das Problem. Jetzt ist aber die andere Frage. Ach, wir hatten nur noch haufenweise Stöcker. Manchmal frage ich mich, ob ich mich selbst verarschen möchte. Manchmal bin ich echt so ein bisschen so, ne, kurz davor, mir selbst in den Arsch zu treten. Mit ein bisschen Anschwung, aber dann wirklich mit Schmackes. Mit ein bisschen Anschwung, mit ein bisschen Aufholen. Ist auch egal. So, wir brauchen Fackeln. 36. Na gut. Mal gucken, wie weit wir mit den 36 Fackeln noch kommen. Und soweit wie wir kommen, machen wir halt noch. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob wir dann aufhören oder. Zumindest fürs erste Mal, ne, erstmal ein bisschen aufhören. Und dann fangen wir zur Not erstmal wieder mit dem Leuchtturm an. Brenn's doch mal. Echt sogar fast richtig. Ah, nice. Das war's jetzt, ne? Da ist Wasser, also schätze ich mal da. Ja, doch, genau, hier war das Ding, wo wir gerade drüber gelaufen sind. Ha! Ja. Da. Wieso habe ich jetzt Eisen mitgenommen? Ah nee, Quatsch. Eisen haben wir hier abgebaut. Ich schon wieder. Ich dachte gerade schon, ich habe jetzt Eisen mitgenommen. Einfach, weil wir es können. Kann das sein? So. Pass mal bitte einmal. Schnauze. Schnauze. Ich komme gleich mal rüber hier. So. Dann bauen wir uns mal, beziehungsweise. Nee, das macht keinen Sinn. Was mehr Sinn macht, wäre mich hier so lang zu bauen. Können wir hier immer noch absteigen und runter gehen? Wohin eigentlich? Ah nee, da siehst du. Wir sind sowieso da hinten. Alles gut. Okay, dann mache ich doch direkt hier auf der Höhe. Ja, das war jetzt. Ach komm, weg. So. Unter mir ist dunkel. Vielleicht gibt's da Uran. Hm. So. Einfach mal auf Glück. Vielleicht haben wir Glück. Hey, jetzt wirklich noch eine richtige Höhle. Nice.
Noch mal eine richtig eigene Subkultur. Jetzt verschwenden wir wieder alle Fackeln, kann das sein? Hallo? Hallo Echo, hallo du. Hey, komm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Höhlen zu erkunden in dem Fall irgendwie nur eine Verschwendung ist. Ich weiß nicht warum. Aber, ja. Ich. Alter, wie viel Eisen hier. Kaum zu glauben, dass wir viel Eisen gesucht haben, ja? Dass wir danach exklusiv, explizit. Oh. Oh. Ja, die Welt ist klein. Dass wir danach exklusiv. Was habe ich jetzt eigentlich gerade für einen Scheiß? Egal, dass wir danach gesucht haben. So, feiern. Aus, wenn ja. Ja, Licht. Mann. Licht. So. Weil das größte Problem ist halt, wenn wir jetzt hier irgendwie in eine Höhle reinfallen, weil ich ja meistens nicht sehe, wenn ich baue. Und wir keine Rüstung anhaben. Dann könnte es ein bisschen wehtun. Ich meine, gut, wir haben volle Gesundheit. Als andere wäre auch seltsam. Aber dennoch macht man sich halt so seine Gedanken. Wir sind schon so weit von zu Hause weg. Mama wird sich Sorgen machen. Gravel dich am Arsch. So. Fange wieder abbauen. Habe ich jetzt gerade Schritt gebaut oder war das Loch? Nein, nee, ich habe wahrscheinlich einfach nur Schritt gebaut. Da habe ich die Flucht nicht ganz geschafft. Wir können Kram so weit, wie wir wollen. Es kommt einfach nicht. Mann, weg da. Das ist natürlich ein bisschen. 20 Fackeln haben wir noch. Da hat wahrscheinlich sogar zuerst unsere Spitzhacke schlapp. Vor allem, wenn die Anton auch noch rankommt. Dann ist recht. Ich weiß auch gerade gar nicht bis Wupsala. Oh. Was ist denn hier los? Da unten ist eine vereinsamte Fackel. Na gut, dann fackeln wir da mal gar nicht lange. Guck mal, was da ist. Ob wir da schon waren oder. Dein früheres, anderes. Individuum war. Ich sag mal so, jetzt noch das ganze Eisen. Es trägt also nicht unsere Handschrift. Weil wenn wir hier waren, dann relativ am Anfang und relativ am Anfang, upsala, ja klar, Ronny, fall einfach überall rein. Relativ am Anfang hätten wir Eis noch nicht zurückgelassen. Es könnte also sein, dass das zum Beispiel. Momentchen mal, wir sind bei 300.
Könnte das die Höhle von Sören sein? Weil die ist ja so ungefähr auf der Höhe. Das könnte natürlich möglich sein. Ah gut, wir gehen erstmal wieder raus. Bevor wir uns hier auch wieder verlaufen. Wobei, ich geh mal hoch. Ich will mal gucken. Ja, dankeschön. So, hier ist dunkel. Hier geht's also nicht weiter. Oh, wie aufregend. Oh, eine fremde Höhle. Und derjenige, der sie gebaut hat, hat das ganze Eisen dagelassen. Was ein Hurensohn. Okay, jetzt wird ja auch mal steiler irgendwie. Oh, das Wasser. Ah, nee, kein Bock. Ab nach Hause. Also, nicht nach Hause, sondern zurück in unsere Höhle. Da war mehr als genug zu tun. Definitiv mehr als genug zu tun. Och, komm jetzt. Überall bleiben wir stecken hier. Was ist denn hier los? Ah, boah. Tja, vor allen Dingen auch, ne? Wieder kein Uran oder derjenige hat bereits alles an Uran abgebaut. Kann ja auch sein. Dass er vielleicht hier drin Uran gefunden hat. Und hier jetzt nicht mehr. Also, ja. Wir jetzt nicht mehr. So. Wir kamen von hier, genau. So. Gut, dann bauen wir es einfach wieder rüber. Zehn Fackeln haben wir ja noch. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Okay, ist Ende. Oh klar, ich habe natürlich genau den Weg gebaut. Und wieder Gravier. Boah, ja klar. Ach ja, was tun? Ups. Nein, ich finde den Zettel ganz weg. Mittlerweile haben wir auch einen ganz schönen Weg wieder zurückgelaufen, kann das sein? Ich will doch bloß ein bisschen Uran finden. Oh. Heißt, ich dachte ja schon, dass mein Test jetzt geizig geworden ist, aber irgendwie ist die Technik-Mod noch geiziger. Oh, das ist eine Höhle. Oh, die Höhle geht direkt runter. Ja gut, dann packe ich am besten mal die Fackel dahin. Da leuchtet sie mir auch ein bisschen runter. Oh ne, Kacke geht direkt ganz hart runter. Gut, dann baue ich mich erstmal rüber. Auf die andere Seite. Ich denke mal, das macht dann absteigtechnisch mehr Sinn. Ja, klar, und ich falle einfach runter. So. Und dann gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Platzieren. Tja, ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber ich sehe keinen Uran. Das ist so traurig. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Uran. Wollt mich verarschen?
Tatsächlich könnten wir ja mal auch in die anderen Himmelsrichtungen, ne? Wir haben ja jetzt quasi zwei Richtungen, dass wir dann quasi mal die anderen beiden Richtungen probieren. Ja, genau so. In Hoffnung, dass das irgendwie Sinn macht. Ich bin mir das zwar noch nicht so ganz sicher. Schon wieder Krabbel. Habe ich gerade schon gewundert, warum ich hier nicht mehr anpointer. Ach, schon, Alter. Unser Weg ist nicht hart und steinig, unser Weg ist alles andere. Gravelig und gekiest. Oh, das war jetzt eine ganz schön lange Strecke. Ist ja da. Egal, komm. Schade, wir haben nur Hunger. Ich dachte, wir haben endlich mal ne, gefunden. Aber nein, es war nur unser eigener Magen, der uns gerade vergiften wollte. Und da ist die letzte Spitzhacke auch weg. Gut. Bilanz? Scheiße. Ab nach Hause. Erstmal hier ganz kurz hier. Backpack und dann machen wir hier ganz Kappes rein, dass falls wir was unterwegs liegen gelassen haben, dass wir gleich wieder mit aufsammeln können. Tja, da sind wir 500 Meilen geflogen, um in diese Scheiße zu geraten. Na, wer kennt's? Oder anders gesagt, wer dieses Zitat nicht kennt, der hat echt was verpasst. Digga. Jemand, der Wash aber nicht kennt, der ist komplett durchgefallen. Also der hat im Leben einfach nichts verdient. Der hat. Weißt du. Nee, Mann. Warum wehen die Fackeln eigentlich nach rechts? In der Höhle ist doch gar kein Wind. Also wir sind jetzt in dieser Höhle. Weil, ich meine, wenn die Höhle auf beiden Seiten irgendwo eine Öffnung hätte, klar, dann hätte man diesen Kamineffekt. Aber, guck mal, wir haben sogar, wow, was wir alles fallen lassen, also liegen lassen hier, das gibt's ja nicht. Wir rennen mal. Also, das hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit gerade tun können. Fällt mir gerade mal so ein. Gott, Alter, wie weit wir gegraben haben. Wobei, da hinten sehe ich schon die Wand. Da hinten, ganz hinten, da ist unser Aufgang. Sehr schön. Wird ja mal Zeit. Und der Schritt ist wieder alle. Der ist Bullshit. Der ist echt Bullshit. Tja, der wird wohl das mit dem Uran noch ein bisschen länger warten müssen, so wie es aussieht, ne? Weil wie gesagt, wir können auch in zwei Himmelsrichtungen gehen. Aber wirklich Hoffnung habe ich nicht mehr. Weil ich dachte halt, wenn es Uran nur in so einer ganz dünnen Schicht gibt, ne? Weil wie gesagt, minus 80 bis minus 300 ist nicht gerade viel, was da, ne? Dass es ja wenigstens ein bisschen häufiger vorkommt, aber gar nicht. So wirklich gar nicht. Das ist echt ein bisschen, ja, ne? Also quasi, dass wir dann hier noch, weiß nicht, so in die Richtung und in die Richtung kramen. Können wir mal probieren.
Ich weiß auch nicht. Tja, da wird das wohl mit dem Atomkraftwerk noch ein bisschen länger warten müssen. Hätte nicht gedacht, dass das... Ich meine, gut, wir könnten uns jetzt quasi auch ein bisschen High-Level-Stuff kräften. Und jetzt zum Beispiel gibt es ja hier diese Bohrdinger, diese, hier bei Technics. Da gibt es ja hier zum Beispiel diese Bohrdinger, nee, das Bergbohrlaser. Also hier gibt es schon ein paar Sachen, hier diesen Bergbohrbohrer. Mit dem kann man schon ein bisschen mehr Material wegräumen. Mit einmal. Vielleicht macht sich sowas für Uransuche tatsächlich sogar, macht das dann irgendwo Sinn. Wie teuer. Ach du Kacke. Was? Warum eine 4? Funktion 4? Moment, was ist das denn hier eigentlich? Blauer Energiekristall. Oh Gott. Nope. Nope. Okay, das geht sogar. Achso, brauchen wir auf diesen roten. Simple Energy Crystal. Oh Gott. Nope. Nein. Bin ich nicht mit einverstanden? Absolut gar nicht. Nein. Wobei habe ich auch bei den ersten MV-Geräten gedacht, wo ich die Rezepte gesehen habe. Und jetzt letztendlich haben wir einfach eine gesamte MV-Werkstatt. Aber nein. Diesmal bleibe ich hart. Also. Ich meine, windstark und so. Und sage nein. Einfach, weil ich es kann. Na? Einfach, weil ich es fucking kann. So, dann sind wir tatsächlich auch wieder zu Hause angekommen. Einfach mal fast 10 Minuten nur rumgelaufen oder so, keine Ahnung. Oder waren es 5 Minuten, keine Ahnung. Wir können ein bisschen Stuff ins Lager bringen. Haben wir hier noch was rumfliegen? Ja, massig Kies. Der Rest kann erstmal da bleiben. So, und dann bringen wir mal die ganzen Gesteinskabatz, was wir hier so jetzt angeschleppt haben, mal ins Lager, damit das hier irgendwo sinnvoll gelagert wird. So, dann machen wir mal gleich mal hier eine Runde bei unseren Bäumen rum. Ja, vielleicht wachsen die ja auch noch, vielleicht auch nicht. Doink. So, ach komm, wir machen einfach so hier. Da. Silbersand? Doch, haben wir. Haben wir hier auch. Sand haben wir auch. Erde haben wir hier auch. So, Backpacks. Nein. Gut, das kann ich jetzt auch eigentlich manuell machen hier. Haben wir jetzt hier gerade so schön angeordnet. Machen wir es auch einfach mal manuell. So, sieht auch gut aus. So, dann starten wir die ganze Maschinerie mal. Perfekt. Und laufen mal fröhlich nach Hause. Ich würde mal sagen, was so für diese Woche. Nächste Woche nehmen wir dann endgültig unseren Leuchtturm mal in Angriff. Das wäre mir ein ganz liebes Anliegen. Achso, siehst du übrigens auch mal unsere Rüstung hier wieder anlegen. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Außer Schmerz und ein Tod. Von 30.000 Kindern. Was mache ich hier gerade? Das da. So. Ach komm, machen wir es so. Meine alte Reihenfolge. Classic. Ja. Genau. So. Dann kommen noch hier ein paar Dings da rein. Holz kommt in die dafür vorgesehene Holzkiste.
Und unser Mahnmal kommt in die dafür vorgesehene Mahnmalkiste. So. Werkzeuge kommt in die Werkzeugkiste. Futter kommt in die Futterkiste. Voll irgendwie noch. Ein bisschen schnabulieren. So. Haben wir noch was bei uns? Nee, ne? Achso, ja, die ganze Kacke hier. Kommt hier bald jetzt auch mal in die Taschen. Jütchen! Oh, ich habe auch noch was für Scheiße. Räumt auch nochmal schnell weg. Dann haben wir einmal sauber aufgeräumt. Sehr schön. Okay. Denn zum allerersten Mal im Leben alle Türen und Fenster schließen. Da würde ich mal sagen, schau für diese Folge. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, Leuchtturm bauen und keine Ahnung was. Bis dann.